Moin Mann, und ein herzliches Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part haben wir uns die Isolierrüstung auf den kompletten Maximum gebracht, beziehungsweise auf die vierte Stufe. Ja, und heute wollen wir die Schleichforellen besorgen, aber ich denke mal eher. Oder beziehungsweise das wäre Moin Leon. Ich denke mal, dass wir hier noch die ein oder andere. Den ein oder anderen Hornsplitter absahnen können. Da brauchen wir auch mindestens zwei Stück noch. So, gut. Ah, das ist aber, das muss ein Hornsplitter sein. Wo ist er? Da ist er. Zwei kann man, glaube ich, nicht, ne? Wie spät haben wir das? 31, okay. Da ist es hingeflogen und da zieht Nightrow schon wieder ab. Hat die Schnauze voll von uns. Ja gut, wenn ich so einen Pfeil bekommen würde, wäre ich auch nicht sehr erfreut. Genau, das machen wir auch sofort gleich noch einmal. Uah. Geht ja eigentlich relativ fix. Was? Ich habe einen Nidra-Zahn bekommen. Ich brauche aber Nidra-Hornsplitter. Machen wir das Ganze einfach nochmal. Ja, das war schön. Aber ich sag mal so, die Zeit geht ja relativ schnell in Zelda. Mich würde auch mal die Zeit interessieren, wie sie das in BOTW 2 handhaben. Das könnte auch interessant werden. Du hast ja auch ges Moment. Du hast ja zum Beispiel auch gesagt, dass du gerne, ja, dass du. Oder dass man, oder viele hätten es halt gerne, dass man es so, ja, so ein bisschen zeitmäßiger macht, sage ich jetzt mal. Sprich, dass man noch ein bisschen ein Dorf oder eine Stadt aufbauen kann, ja. Dass es halt auch Realtime sozusagen ist, ne? Aber bei Majora's Mask habe ich doch die Ocarina of Time, oder nicht? Beziehungsweise, ah, nicht die Ocarina of Time. Wie heißt diese komische Flöte? Die. Warte, wie hieß die denn noch? Die Flöte, die das Horror-Kid dann am Anfang gestohlen hat. Ich weiß, dass es die Hymne der Zeit ist, das weiß ich. Und ich weiß, dass dieses Ding, diese Flöte hat Link damals von Zelda bekommen. Wie hieß die denn noch? Wie hieß sie denn noch? Müsste ich gleich nachschauen. Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Danke dir, Daruk. Kann ich jetzt einmal machen. Wir warten ja eben. Ja, genau, die Ocarina ist das. Genau. Total vergessen. So, gegen 31 sollte dann wieder Nydra auftauchen. Und ich hoffe, dass wir diesmal einen Hornsplitter bekommen. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt einen Zahn brauchen, aber ich glaube eher nicht. Aber nehmen wir natürlich trotzdem gerne mit. Uhr 15 erst.
Revalis Sturm ist bereit. Wusstest du, dass die Stadt, wo man... Meinst du jetzt in Majora's Mask oder wo meinst du? Oh, da kommt der Drache. Was? Es ist 23 Uhr gerade mal. Verdammt. Ich ziel einfach mal hier drauf. Ich glaube zwar nicht, dass das ein Horn ist, aber ich weiß auch nicht. Danke, Neidra, dafür. Danke, Mifa. Ich beschütze dich. Und das Ding ist schon wieder an die gleiche Stelle geflogen. Ah, du meinst Taburasa. Da ist sie, ein Neidra-Hornsplitter. Ein Fragment aus Neidras Horn. Es soll die kristallisierende Macht des Eises selbst enthalten. Man kann es teuer verkaufen, doch es soll auch eine andere Verwendung dafür geben. Nee, das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Ich wusste nur, dass Dumpster und das, ich glaube, Yolanda-Unternehmen, sage ich jetzt mal, und der andere, oh, wie heißt er? Wer heißt der, in Anführungszeichen, Schwule da nochmal? Yolanda und, ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die wollten irgendwie was woanders aufmachen. Oh, und wie war deine, oder wie war das für dich? Ich denke mal, du hast ihn ja eh schon mal abgeschlossen, aber... Ah, Yolanda war der. Ach stimmt, das war ja der Chef, ne? Wo wir dann auch das Haus gekauft haben. Ich erinnere mich. Haben wir ein Feuerschwert? Ja. Sehr schwierig. Oh, das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, ich habe ja jetzt auch noch Schwierigkeiten, wenn ich da mit... Nur mit den Waffen kämpfe und wenn ich die Bomben nicht hätte und also das ist schon schwierig. So, Neidra, lass mich bitte nicht im Stich. Moin Mario. Ja, wir sind hier gerade auf Neidra Farming. Wow. Ein Hornsplitter brauchen wir noch. Und was geht bei dir so? Beziehungsweise gleich holen wir uns die Schleichforellen. Ich glaube, 22 Stück brauchen wir noch. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch schon mal informieren, wo es die gibt. Weil ich habe überhaupt keinen Plan, wo ich die herbekommen soll. Ich habe die auch, glaube ich, noch nie in der Wildnis... bekommen. Ich habe die bis jetzt nur durch Amiibos bekommen. Also die 8 Schleichforellen, die ich da habe. Ach komm. Wenn wir schon mal die Zeit, können wir die Zeit auch nutzen. Als ob ich hier keine Amiibos verwenden kann. Danke. Ja. Okay. Als ob. Aber gut. Wenigstens die Pfeile haben überlebt. Bisschen Zeit vertreiben heute. Ah, guck mal, da ist ja schon Neidra. Gib mir dein Hornsplitter, Neidra. Wow. Ach, es ist. Falle ich wenigstens ins Wasser? Ja, okay. Komme ich hier hoch? Ja, okay. Und wo ist das jetzt hingefallen? Ah, da vorne.
In dem Gewässer vor dem Krogwald sind die. Okay, dann porten wir uns doch da einmal mal hin. Ich kann ja schon mal den Chica-Sensor einstellen. Wo haben wir den denn? Hier. Hier Materialien. Rüstungsschnapper, Schwertschnapper. Was ist das denn? Ein Dreifarbkarpfen. Okay. Alter, wo ist die? Die habe ich auch noch nie gesehen. Den haben wir uns auch freigekauft. Xilax, Frostforelle, Glutforelle habe ich alle schon gesehen. Hier. Vor dem Wald der Krogs. Das heißt, es wäre hier. Sozusagen. Warten wir uns mal hin. Okay, sie leuchten in der Nacht. Dann spuren wir gleich mal vor. Das ist eine gute Idee. Bei dem Teich, der sich bei Impas Anwesen befindet. Da will ich auch noch, den will ich mir auch noch mal schnappen. So. Okay, es ist ja schon einigermaßen Nacht. Hier soll es Schleichforellen geben. Also das hier ist ja alles Sumpf, ne, aber... Der Chica-Sensor schlägt auch nicht aus. Nee, also ich habe die Koch-Quest zwar beendet und ab und zu habe ich auch mal irgendwas gesagt wegen Rechtschreibfehlern, aber kann auch sein, dass ich mich da vertan habe. Oder eventuell der Minisch-See. Das könnte, da könnte der auch sein, aber... Also hier sind auf jeden Fall keine, sonst würde der Chica dann so ausschlagen. Das heißt, wir gehen mal in den Minisch-See. Der große Fluss, der den Wald umgibt. Können wir gleich nochmal genauer gucken, aber eben hätte sonst der Chica-Sensor schon ausgeschlagen. Achso, nachher kommt das Video online. Das war mein Jahr 2019, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Das habe ich auch offscreen aufgenommen. Das gibt es auch denn nur auf YouTube. Der steigt erst aus, wenn du niedriger bist. Und hier gibt es die auch nicht. Okay. Ah, porten wir uns wieder zurück. Wir haben es ja heute ein bisschen mit den Porten. Der steigt erst aus, wenn du niedriger bist. Okay. Bin ich gleich mal gespannt. Genau, jetzt weiß ich auch wieder, was ich im letzten oder vorletzten Part sagen wollte. Ich zeige euch das gleich einmal. Und zwar hat mich das tierisch aufgeregt. Das hier alles ist ja Sumpf. Das ist ja Sumpf, ja? Oder Moorartig halt so. Da kannst du ja nicht drin schwimmen, ne? Dass das genauso angezeigt wird wie das hier, ja? Das hat mich sowas von aufgeregt. Auch bei der Krogsuche. Wo wir die letzten Krogs nachgereicht haben. Ich weiß nicht, ob die Entwickler da einfach zu faul waren oder... Ich habe keine Ahnung. Also Chica-Sensor schlägt bis jetzt noch nicht aus. Als ob, das ist so...
Boah, das tut weh. Okay. Oh, den Saphir, den nehmen wir mit. Geh mal den Fluss entlang. Jo, mach ich sofort. Ja, so mobil ist es dann doch schon einfacher. Ich muss für ein paar Stündchen arbeiten. Und was machst du, Mario? Oder beziehungsweise was macht ihr beide? Bist du noch so oldschool und hast TS3? Ich glaube, du musst erstmal Mario fragen, ob er mit dem Punktesystem vertraut ist. Oh, der Shika-Sensor schlägt aus. Das Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Das hört sich doch nett an. Das haben sie immer noch nicht gepatcht. Ich könnte kotzen. Ah, da, ich sehe die Schleichforellen. Nee, noch nicht. Okay, hier waren anscheinend auch nur 3 Stück. Oh, habe ich gar nichts von mitbekommen. Aber um ehrlich zu sein, war ich auch die ganze Zeit jetzt mit meinen neuen Projekten beschäftigt und. Also, ich habe da nicht so wirklich viel mitbekommen, muss ich gestehen. Ist bereit, entfesselt zu werden. Danke dir, Obosa. Ja! Wenn es nur diese 3 Schleichforellen gab, ist es ein bisschen mager.
Also fast so wie bei Artikel 13, oder was? Okay, ja, das kann natürlich auch sein. Aber ich habe eine Vermutung, was die Schleichforellen angeht. Vielleicht da, wo Enten in der Nähe sind. Da sind auch Schleichforellen. Ah, hier sind sie doch. Aber nur eine, oder? Ah, ne, hier ist noch eine. Na, komm her. Revalis Sturm ist bereit. Ah, da ist noch eine. Okay. Okay, das sind immer drei Stück. Und danke dir, Revali. Also viele haben es vor dem WDR-Gebäude gepostet. Ah, WDR. Ja, das weiß ich. Das war noch das letzte. Ich glaube, im vorletzten Part irgendwie gemacht. Gehen wir mal weiter. Wenigstens hört es jetzt mal auf zu regnen. Also 6 Schleichforellen haben wir heute schon eingesackt. Das heißt, mit unseren 8 sind wir bei 14. 16 fehlen uns noch. Oh, ernsthaft? Ich guck mal, ob man noch woanders Schleichforellen bekommt. Berge von Eldin. Man müsste sich immer zum Turm respawnen und dann müssten die resetten. Wir können es gerne mal versuchen. Sie sollen wohl aber auch noch beim Turm oder beim Berge von Eldin oder so. Da soll es sie auch noch geben.
schauen wir mal, ob sie gespawnt sind. Achso, auf Nachtstellen. Können wir mal machen. Wo haben wir es denn? Hier. Warten wir bis abends. So. Wo haben wir denn hier die Enten? Da unten müssten sie gewesen sein. Ah, ist doch noch ein gutes Stück geradeaus. Die ignorieren wir einfach mal. Wir können mal trotzdem auf das Master Sword umstellen. Oh, hier sind... Oh, hier sind ja voll viele. 4 Stück. Okay. Schmeißen wir mal wieder eine Bombe. Bleib hier! Als ob er wegschwimmt. Ja, das stimmt schon. Ich glaube, die eine habe ich vergrault. Ah ne, da ist sie wieder. Regnet es oder was? Nee, okay. Bleib doch mal still. Jo, das hat ausgereicht. Okay. Wie viele hätten wir damit? Damit hätten wir
18 Stück, 12 fehlen noch, okay. Da vorne waren ja auch noch, glaube ich, 3 Stück. Alter, das... Oh, ein Maxi-Barsch. Die lassen wir aber mal. Ach komm, dann gehen wir zu Fuß. Ah ne, da vorne sind sie doch. Okay. Da sind ja noch welche. Okay, die habe ich gar nicht entdeckt. 4 Stück wieder. Okay. Fishing auf traditionelle Weise. Oh Gott. So, damit wären es nur noch 8. Jo, da sind wieder welche. Okay, in die Richtung. Ah, da vorne sind sie. 4 Stück wieder. Okay, cool. Machen wir es wieder mit Pfeilen. Oh, wie schnell er weggeschwommen ist. So, damit wären es nur noch 4 Stück. Brauchen wir uns einmal wieder zum Turm. Aber heute zumindest das Farmen von Schleichforellen. Damit bin ich zufrieden. So. Ah, verdammt. Obwohl, warte, ich kann das auch hier machen, oder? Na, hier kommt der Regen hin, verdammt. Aber wir müssen das schon hier machen. Wieso? Okay. Hier haben wir es. Zack. Auf Feuersteine machen wir einmal ein Feuer. Bis abends warten. Ach, passt schon. Alles gut, Leon. Bin zufrieden gerade mit meinen Waffen. Aber trotzdem danke für die Info. So, holen wir uns jetzt die letzten 4 Forellen.
unten sind sie sogar schon. Ah, das sind nur drei, okay. Ach komm, machen wir im Zeitlupenmodus. Wenn ich das denn schaffe. Komm her! Oh Gott. Ja, das schaffe ich nicht. Verdammt! Wie viele haben wir? Ah, zwei fehlen uns. Können wir hier auch nochmal einen letzten Blick auf die Bäume, auf diese gruseligen Bäume im Krogwald erhaschen. Ist auch nochmal schön. So, diesmal kriege ich dich aber. Nein, kriege ich doch nicht. Oder? Doch, kriege ich. Damit fehlt nur noch eine einzige. Und die sollten wir, da hinten sollten wir eigentlich fündig werden. Bombe. Die nächste mache ich mit einer Bombe. Ich weiß, wir haben auch nicht mal so viele Pfeile. Oh, hier sind schon wieder vier Stück. Komm, kriegen wir alle? Ja, wir kriegen alle vier. Okay. Und gleich einmal zur Feeporten. Wo haben wir sie denn? Hier. Aber irgendwie porte ich mich immer zur Fee in Kakariko. Die Fee, die ich als erstes angetroffen habe. Keine Ahnung, warum das so ist. So, dann können wir auf jeden Fall schon mal vier Sachen wieder upgraden, beziehungsweise einmal die Schleichausrüstung komplett und einmal, was war das, ich glaube das antike Stirnband, ich weiß es gerade gar nicht. Schauen wir einfach mal. Genau, das war das Reckengewand. Auf Stufe 3 einmal bitte. Geht bestimmt dann bis 28, ne? Ältere Hornsplitter 2? Ja, cool. Ja, komm, dann machen wir auch gleich das Reckengewand mit. Alter, gibt es eigentlich? Eigentlich muss es doch noch ein Gegenstück zum Reckengewand geben, also so Reckenschuhe oder sowas, oder nicht? Oder Reckenmütze? Genau das hier, das frage ich mich auch, zu welchem Set das gehört, weil da steht Rodonit Stirnband, ja. Und ist klar, es zählt als Kopfschutz, ja, Antikabwehr, nämlich, oder Kälteschutz. Aber. Zu welchem Outfit gehört das? Das frage ich mich bis heute. Weil ich meine, hier hast du halt drei. Selbst hier hast du drei. Also. Egal. Gönnen wir uns erstmal die Schleichausrüstung.
So, die Ninja-Maske ist auch auf dem Maximum. Dafür gibt es das Wildnisgewand. Inwiefern meinst du das jetzt? Also nur das Reckengewand? Okay, aber worauf meinst du das Wildnis? Ich glaube, die genauen Sternbänder stehen nur für sich alleine. Okay, das finde ich ein bisschen schade, dass die Sternbänder nur immer für sich alleine stehen. Aber gut. Okay, stimmt, ich habe irgendwas bekommen. Kann sein, denn ich werde das dann bestimmt schon haben. Also ich habe das damals... Habe ich das abgeholt? Barbarenhose, Barbarenkleider, Barbarenmaske, okay. Ich weiß gar nicht, wo ich das damals geholt hatte. Ich glaube, ich habe das Wildnisgewand... wo habe ich das dann nochmal bekommen? Vergessenen Tempel, genau. Da müsste ich es, glaube ich, bekommen haben. Genau. So, das war's auch für diesen Part. Ich danke euch fürs Reinschalten. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und macht nicht zu dolle. Wir sehen uns dann morgen. Bis dann.